Du glaubst gar nicht, was für ein verdammt geiles Gefühl es ist, wenn man seinen eigenen Verstand verloren hat. Entwirf große Visionen, setz deinen Fuß in das Licht, folg dir selbst und was du suchst, findet dich. Wenn man verrückt geworden ist. Und nein, keine Sorge, ich könnte jetzt auch wieder in den normalen Modus schalten. Aber wir lassen den normalen Modus jetzt mal normal sein. Wir wollen jetzt mal nicht normal sein, denn in einer verrückten Gesellschaft bedeutet normal sein letzten Endes auch krank sein. Von daher lassen wir das Normale mal weg, passen wir uns mal nicht an eine kranke Gesellschaft an, sondern schauen mal, wie es ist, verrückt zu sein. Schauen mal, wie es ist, seinen Verstand zu verlieren. Denn dein Verstand ist in den meisten Fällen dafür verantwortlich, Probleme zu kreieren. Von daher heißt, seinen Verstand zu verlieren, allerlei Probleme zu verlieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich jemals in einem Video oder während eines Videodrehs so gut gefühlt habe wie jetzt gerade in diesem Moment. Und ich hoffe, dass nur ein Funken meiner Energie jetzt bei dir ankommt, dass du jetzt in diesem Moment einen Funken dieser Energie auch in dir spüren kannst. Und ich möchte dir jetzt in diesem Video erzählen, wie genau es hier und jetzt zu diesem Moment gekommen ist und dir gleichzeitig damit verbunden eine dicke, dicke, dicke Einladung geben, wie auch du in deinem eigenen Leben deinen Verstand verlieren kannst. Was nicht heißt, dass du in Anführungsstrichen verrückt werden musst und für immer verrückt bleibst. Keine Sorge. Es heißt vielmehr, dass du frei bist von der chronischen, zwanghaften Identifikation mit deinem Verstand. Freiheit. Die Freiheit, nach der du dich sehnst, ist nämlich nicht da draußen irgendwo zu finden. Wirklich frei. Kannst du nur hier drin werden. Kannst du nur durch dich selbst, in dir selbst werden. Wobei dieses Selbst nicht das ist, für das du es hältst. Ich werde jetzt in den nächsten Minuten Zeit, auch so eine Illusion letzten Endes, aber ich werde in den nächsten Minuten ganz bewusst immer mal wieder Lücken zwischen dem, was ich dir sage oder zwischen dem, was ich ganz generell sage, lassen. Also wundere dich nicht, warum ich ab und zu einfach mal nichts mehr sage und damit Stille entstehen lasse. Lass dich einfach mal voll und ganz auf das, was ich dir jetzt gleich mitzuteilen habe, und auf diese Lücken dazwischen ein. Wir haben es jetzt in der Uhrzeit gemessen, ich glaube 11:30 am Abend, also kurz vor Mitternacht, sage ich mal. Und alles losgegangen ist vielleicht vor 8, 9 Jahren in einem Prozess. Aber heute ist es vor allen Dingen dadurch initiiert worden, dass wir heute Abend einen richtig faszinierenden Gruppencall hatten. Was für ein Gruppencall? Vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es auch nicht. Spielt eigentlich gar keine Rolle, aber ich betreibe in Anführungsstrichen seit roundabout 4 Jahren das sogenannte Neo-Mentoring
für Männer, indem ich Männern dabei letztendlich helfe, in ihre eigene Freiheit zu kommen, in ihre eigene Kraft zu kommen und ja, ganz, ganz viele verschiedene Prozesse zu durchlaufen, ihre sexuelle Energie neu kennenzulernen, aber vor allen Dingen auch die Freiheit, hinter ihren Gedanken wirklich wieder finden zu können, fühlen zu können. Und im Rahmen dieses Neo-Mentorings gibt es bei uns alle zwei Wochen, dienstags und donnerstags abends, jeweils um 19.30 Uhr, einen Gruppencall, wo alle Männer, die im Neo-Mentoring drin sind und alle Männer, die auch laufend bei mir in der Neo-Man-Gemeinschaft drin sind, im Prinzip ja, sich austauschen können, wo wir zusammen üben, wo wir zusammen über ganz, ganz spannende Themen, Fragen und so weiter und so fort beschäftigen, uns austauschen letzten Endes. Und heute, Donnerstag, war es auch mal wieder so weit. Das heißt, heute Abend war auch wieder Gruppencall. Und ich sag mal so, die erste Stunde war auch schon mega inspirierend, wie es eigentlich immer ist. Der Austausch war sehr, sehr deep, war sehr, sehr bewegend und spannend. Aber vor allen Dingen in der, sagen wir mal, letzten Dreiviertelstunde wurde es dann super faszinierend. Denn ich habe heute mal was ganz Neues ausprobiert und das war definitiv noch nicht das letzte Mal, dass alle, die im Gruppencall drin waren, einfach mal zusammen still geworden sind. Das heißt, wir haben uns hingesetzt, wir haben uns bequem gemacht, der eine oder andere in die Meditationsposition, erstmal 5 bis 10 Minuten still miteinander gewesen. Und dann habe ich einfach mal gesagt, hey, inklusive mir, wir teilen jetzt einfach mal alles, was da vielleicht an Gedanken hochkommt. Also die Gedanken vor allen Dingen, die man sonst vielleicht irgendwie bekämpfen würde, wo man denken würde, was ist das denn? Oder die man wegschieben würde, die man auf jeden Fall nicht aussprechen würde. Die einfach mal aussprechen. Das heißt, Stummschaltung entfernen, das Ganze findet immer via Zoom statt, Stummschaltung entfernen und einfach mal das teilen, was da in den Gedanken los ist. Das konnten Gedanken sein, die ziemlich absurd sind. Das konnten bei mir zum Beispiel Gedanken sein, auf diesen Moment bezogen, dass ich vielleicht irgendwie Angst hatte, irgendwas Falsches zu sagen oder dass ich nicht genau wusste, hey, wie lange soll ich diese Stille jetzt halten? Also die Gedanken, die jeder Mensch tagtäglich im Kopf hat, aber die man für gewöhnlich nicht mit anderen Menschen teilt, weil man davor insgeheim vielleicht ein bisschen Angst hat, keine Schwäche zeigen will oder sich irgendwie denkt, boah, dieses und jenes Rollenmodell zu erfüllen, darf ich das jetzt nicht sagen oder muss das mit mir selbst ausmachen? Man spaltet sich davon ab, aber denkt diese Gedanken trotzdem. Und oft haben diese Gedanken sogar ziemlich viel Macht über einen. Denn der Grund, warum sich die meisten Menschen oder fast alle Menschen nicht unbedingt frei fühlen, liegt letzten Endes darin, dass sie Sklave ihrer eigenen Gedanken sind und die Gedanken den ganzen Tag sie in eine Art Gefängnis einsperren, das man dann für seine Welt hält. Aber was denkst du jetzt als nächstes? Hast du eine Kontrolle darüber, was du als nächstes denkst? Oder kommen und gehen diese Gedanken fast schon automatisch? Ohne dein bewusstes Zutun. Und wer bist du denn dann, wenn du keine Kontrolle über deine Gedanken hast? Wer bist du? Für gemeinhin würde man auf diese Frage mit seinem Namen antworten. Aber bist du dein Name? Jetzt würdest du vielleicht sagen, nein, nein, ich bin meine Geschichte. Bist du deine Geschichte? Wirklich? Wo ist denn deine Geschichte? Jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment schaust du dieses Video an. Hörst jetzt in diesem Moment den Klang meiner Stimme. Jetzt nochmal die Stimme und gleich wirst du die Stille hören.
Und in diesem Gruppencall haben wir eine Menge Erkenntnisse gemacht. Eine Erkenntnis davon, für mich selbst vor allen Dingen auch, war, dass man auf diese Art und Weise die Bindung zu seinem eigenen Verstand, diese Identifikation mit seinem eigenen Verstand verlieren kann. Und dieses seinen Verstand, seine Bindung zu seinem Verstand zu verlieren, lässt innerlichen Raum entstehen, eine neue Energie entstehen, die das Leben wieder aufregend werden lässt, unvorhersehbar werden lässt, unkontrollierbar werden lässt. Und das ist etwas, vor dem die meisten Menschen Angst haben. Deswegen lieber alles kontrollieren, lieber alles in den Gedanken festhalten. Aber wenn wir alles kontrollieren und festhalten, fühlt sich das Leben in den meisten Fällen ziemlich anstrengend, ziemlich langweilig, nicht so intensiv, nicht erfüllend an. Und dann ist es kein Wunder, dass wir in Anführungsstrichen immer in die Zukunft denken und auf Tag XY hoffen, an dem endlich alles einfacher wird, an dem wir endlich frei sein werden, an dem wir endlich das haben, was wir uns wünschen. Aber wir vergessen dabei, dass auch an diesem Tag, wenn wir das vermeintlich erreicht haben oder was auch immer passiert, dass wir es dann immer noch mit dieser Gewohnheit zu tun haben. Und wir damit nur noch mehr Zukunft kreieren und damit gewissermaßen nur noch mehr leiden, nur noch mehr festhalten, noch mehr Probleme kreieren, aber nicht eine wirkliche Lösung im Hier und Jetzt haben. Nicht wirklich hier und jetzt frei sind. Und damit einhergeht, dass man sich selbst auch einfach nicht mehr so ernst nimmt. Eine neue Art von Humor und von Leichtigkeit entwickelt. Denn wenn man sich selbst in Anführungsstrichen nicht mehr so ernst nimmt, seine eigenen Gedanken nicht mehr so ernst nimmt, dann wird das Leben automatisch einfacher. Und dann kann man auch anderen Menschen ganz anders begegnen. Weil auch andere Menschen haben natürlich ihre Gedankenprogramme am Laufen. Und wenn man jetzt sich auf einer Ebene begegnet, dass beide im Prinzip ihre Gedanken einfach mal teilen, selbst die, wo man sonst vielleicht sagen würde, oh, das kannst du nicht sagen, zum Beispiel du Arschloch oder was auch immer. Okay, krass, ja. Dann sagt man es halt, das ist ein Gedanke, muss man nicht mehr persönlich nehmen. Und auf einmal ist man in der Beziehung ein gutes Stück näher beieinander, bei dem, was man wirklich ist. Denn man begegnet sich nicht mehr auf dieser gedanklichen und damit irgendwo auch trennenden Ebene, sondern man steigt gewissermaßen über die Gedanken und begegnet sich wirklich das erste Mal als das, was man in der Essenz wirklich ist. Nicht als die Rolle, ich bin der und du bist da und ich bin hier und bleib ja in deiner Sicherheit, sondern man schaut sich wirklich vielleicht das erste Mal in die Augen und hat vielleicht gar keinen blassen Schimmer mehr, wer man ist. Aber das Leben, und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das Leben fühlt sich so viel geiler und freier und intensiver an. Ja, es gibt vielleicht einen Teil, der davor ein bisschen Angst hat. Aber hinter der Angst liegt ein gänzlich neues Universum. Und dieses Universum ist viel, viel prickelnder als das, was uns eine vermeintlich kranke Gesellschaft dort anzubieten hat. Und mit diesem Video möchte ich dich eben daran erinnern. Hab keine Angst davor, deinen eigenen Verstand auf eine durchaus vielleicht kontrollierte Art und Weise zu verlieren. Ich habe es ja eben gesagt. Ich könnte auch jetzt jederzeit in den normalen Modus wechseln und so zu dir reden, wie ich es gewohnheitsmäßig mache. Und daran ist gar nichts verkehrt. Denn das habe ich eben gesagt, letzten Endes ist dieser ganze Prozess bei mir ein in der Zeit gemessen über achtjähriger Prozess. Das heißt, er hat damals vor allen Dingen auch damit angefangen, dass ich mich von der Pornografiesucht gelöst habe. Er hat letzten Endes damit angefangen, dass ich verstanden habe, auf erstmal einer kognitiven Ebene, dass ich nicht meine Gedanken bin, dann immer mehr auch hinter meine Gedanken gerutscht bin, gelernt habe, mich in der Stille wirklich mal fallen zu lassen, nicht permanent irgendwie mich berieseln zu lassen, verschiedene Arten, auch meinen Atem zu vertiefen, erlernt habe und eine Menge andere Sachen, um die es halt eben auch im Neo-Mentoring geht. Und das ist natürlich auch ein Grundfundament, das man irgendwie haben darf, haben muss. Aber irgendwann ist es dann an der Zeit, auch von Konzepten loszulassen. Das sind die süßen Früchte, die man sich vorher mit viel disziplinierter, harter Arbeit gewissermaßen erarbeitet.
Und diese süßen Früchte waren die Arbeit definitiv wert, mein Freund. Sind die Arbeit auch weiterhin wert? Denn ich sage gar nicht, dass ich am Ende bin. Ich stecke mittendrin in diesem Prozess. Aber, und das merkst du hiermit, ich lade dich gleichzeitig ein, genau wie das bei meinem Mentoring-Teilnehmer der Fall ist, genau wie das bei meinen, in Anführungsstrichen, Mitgliedern in der Neoman-Gemeinschaft der Fall ist, gerne mal beim nächsten Gruppencall live mit dabei zu sein. Vielleicht sogar dieses Jahr beim Retreat dabei zu sein, aber zumindest einfach auch mal bei diesen Zoom-Calls mit dabei zu sein und sowas in dem jetzigen Moment wirklich mal mit anderen Männern zu erfahren. Falls das für dich interessant klingt, alles, was du tun musst, ist mir entweder mal eine kurze Nachricht auf WhatsApp oder auf Telegram zukommen zu lassen. Beide Links bzw. die Nummer findest du unten in der Videobeschreibung. Kannst mir einfach kurz schreiben. Oder alternativ kannst du auch gerne auf mauriceneo.de vorbeiklicken und dir direkt einen unverbindlichen und kostenlosen Kennenlern-Call, dauert so ungefähr eine halbe Stunde, mit mir persönlich sichern, indem ich dir einfach mal alles vorstelle. Bei mir gibt es verschiedene Möglichkeiten, das heißt, ganz egal, ob du ein normaler Arbeitnehmer bist in einer 40-Stunden-Woche, ganz egal, ob du selbstständig bist, Unternehmer bist, ob du Student bist, Auszubildender bist, ich habe verschiedene Möglichkeiten in Zusammenarbeit, insofern finden wir ziemlich sicher auch die passende für dich. Und alles, was du, wie gesagt, tun musst, um beim nächsten Mal bei sowas dabei zu sein und deinen eigenen Freiheitsprozess jenseits von all diesen Konzepten wirklich einzuleiten, ist dich mal gerne mit mir in Verbindung zu setzen und ansonsten natürlich auch in deinem eigenen Leben so oder so das Ganze weiter zu erforschen. Ich werde jetzt gleich mit einem richtig guten Gefühl ins Bett gehen, mit einem ganz freien Gefühl, mit einem Gefühl, in Anführungsstrichen auf dem richtigen Weg zu sein, Moment für Moment. Und ich kann dir sagen, das war nicht immer so. Ich weiß auch, wie es anders ist. Ich weiß auch, wenn man richtig hart im Leiden drin ist. Und ich sage auch gar nicht, dass dieses Leid immer mal wieder auch dazugehört. Das ist bei mir auch so. Das war zum Beispiel auch in den letzten Wochen so. Aber mit dem kleinen, aber feinen und ganz, ganz wichtigen Unterschied, dass ich inzwischen selbst im Leiden einen tieferen Sinn sehe. Insofern, die Einladung ist ausgesprochen. Ich freue mich von Herzen, dich kennenzulernen. Und falls du in diesem Video jetzt wirklich Resonanz verspürt hast, dann geh diesen mutigen Schritt mal, bleib nicht alleine, denn oft ist es wirklich so, dass wir gewisse Sachen, gewisse Erkenntnisse wirklich einfach auch nur in Beziehung zueinander machen können. Und wenn man in Beziehung mit anderen bewussten Menschen ist, mit anderen bewussten Männern ist, kann man manchmal auch gewisse Erkenntnisse machen, die man vielleicht alleine nur unschwer, beziehungsweise die man alleine vielleicht nur allzu schwer machen könnte. Insofern, sei mutig, triff eine mutige Entscheidung und ich freue mich von Herzen, auch dich mal kennenzulernen. Bis zu den nächsten Videos, falls dir das Video gefallen hat. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Tut dir nicht weh, aber hilft letztendlich dem Algorithmus und hilft letzten Endes halt eben auch mehr Menschen da draußen zu erreichen mit dieser ganz, ganz wichtigen Botschaft in diesen Zeiten, in diesen Kriegszeiten, letzten Endes wirklich auch wieder Frieden zu finden, weil Krieg ist auch nur ein außer Kontrolle geratenes Ego, ein außer Kontrolle geratener Verstand, dem die Liebe fehlt. Klingt vielleicht ein bisschen spirituell, ist aber letzten Endes so. Unserer Welt fehlt die Liebe. Deswegen heißt mein Motto, lebe und liebe mutig. Falls du bis jetzt dran geblieben bist, und das hoffe ich schwer, dann schreib auch gerne mal einen Kommentar. Was hältst du von diesem Video? Was hältst du von dieser Botschaft? Was waren deine Gedanken jetzt vielleicht hier gerade? Was waren deine Gefühle? Und ansonsten, wie gesagt, ich freue mich extrem, dich kennenzulernen. Von wirklich ganzem Herzen. Ich liebe dich. Denn indem ich dich liebe, liebe ich letzten Endes auch mich. Denn du und ich, wir beide hängen mehr zusammen, als es uns vielleicht jetzt gerade bewusst ist.